Mit dieser wunderschönen Musik begrüße ich euch zu einer neuen Folge Uncharted 4. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei seid, wenn wir die nächste Runde, das nächste Ziel hier erreichen mit Uncharted 4 und unseren beiden Hauptprobanden hier. Weiter geht's heute in der Story. Und wir genießen diese wundervolle Landschaft mit diesem hübschen Klavierspiel. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr wieder dabei seid. Ihr seid hier natürlich richtig bei Transsim TV, euer Transact für euch am Mike. Ganz lieben Dank auch nochmal für euren Support. Oh, wer meldet sich da? Sully. Ein paar Shoreline-Fahrzeuge sind unterwegs nach Norden. Die werden wir wohl bald sehen. Geht's euch beiden soweit gut? Es gab ein paar Probleme, aber soweit so gut. Okay, gut. Meldet euch, ja? Ich bin immer gern auf dem Laufenden, okay? Wir versuchen es. Over und out. Sully war das. Der holt uns sicherlich gleich ab. Oh, jetzt wollen wir mal endlich sehen. Links oder rechts? Ne, links. Hier kann man ja nur einen Weg fahren. Durch den Matsch. Okay, wir müssen über die Brücke rüber. Och nö. Gut festhalten. Boah! Unser schönes Auto. Der Bauch ist nicht okay. Komm schon. Hab dich. Das war wieder mal knapp. So viel zum Wagen. Ja. Das schöne Auto. Komm. Ich wollte dich nicht schützen. Es ist nur, ich habe geschworen, dass Schluss ist mit diesem Leben. Das haben wir beide. Ich habe den Schwur gebrochen. Ich habe nichts gesagt, weil ich hatte Angst. Angst wovor? Dich zu verlieren. Ich schätze, ich wollte mich selbst schützen. Verstehst du? Wir haben noch eine weite Strecke vor uns. Ja. Wir sollten weiter. Ja. Hier lang. Endlich ist er mal ehrlich gewesen. Finde ich gut. Echt. Ehrlichkeit wart am längsten. So ist das nun mal. Auch in einer Beziehung. Na? Kommt sie? Zumindest sind wir auf der richtigen Flussseite. Ja. Das wäre. Das ist ja schon mal was. Hm. Da kommen wir lang. Okay.
schöne Insel ausgesucht. Vielleicht machen wir hier mal Urlaub, was? Ja. Wow, was für ein Panorama. Okay. Nur die Frage. Wo ist sie denn jetzt? Schnucki, wo bist du denn? Warum braucht die denn so lange? Da ist er. Was gefunden? Nein. Nee, ich glaube auch hier geht das nicht weiter. Sie hat wohl schon scheinbar den richtigen Weg. Oh! Auf die Fall, das ist richtig, was ich hier mache. Ja. Darauf. So. Ach, jetzt kommt sie doch rüber. Ach, Schiete, Mensch. Ich habe gedacht, du verrätst mir, wo es jetzt hier weitergeht. Da, wo der Vogel ist vielleicht, da oben. Oh, Schnuckel. Erzähl mal was. So, auf mit dir, mein Lieber. Habe ich keine Ahnung, wo es hier weitergeht. Ach, gut, okay, hier. Da ist eine Brücke. Das könnte vielleicht ein Weg sein. Oh, ganz allein. Und Dame. Tagebucheintrag. Tja, Ruhe in Frieden, Piratenfreund. Das scheint eigentlich der richtige Weg da zu sein. Wo ist denn unser Schnucki? Die ist da. Scheint das wohl nicht der richtige Weg hier zu sein. Da unter durch, genau. Rate mal, mit Rosenthal ist hier wieder angesagt. Aber da wären doch keine Vorsprünge, wenn man da nicht lang soll, verstehe ich jetzt nicht. Da ist auch sonst nichts. Nix markiert und nix. Ich denke mal, wenn ich da runterspringe, bin ich weg vom Fenster. Hier ist was. Moment, da ist eine. Oh, da bin ich ja eben auch schon gewesen. Okay, hoch da.
Vielleicht ist das auch nur der Schatz. Ich gehe jetzt mal wieder zurück. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier lang muss. Das ist schon wieder eine Raterei hier nach dem richtigen Weg. So auf die Weise kann man immer schön das Spiel in die Länge ziehen. Wow. Da ist noch was. Also den Kleidern nach sind das Siedler. Vielleicht gab es einen Kampf? Nein, das glaube ich nicht. Sieh dir ihre Positionen an. Ja, du hast recht. Sie wurden gestapelt oder einfach gegen die Wände gelehnt. Sie waren schon tot, als man sie hergebracht hat. Ja, das ist ein denke ich auch. Hallo? Da oben ist schon wieder eine... Oh, da hinten. Sieh dir das Schild an. Verräter, einer der Rebellen. Eine schlimme Art zu sterben. Hier ist noch einer. Oh ja. Hm. Da geht's auch nicht weiter. Da oben ist ein Vorsprung, aber da komme ich nicht. Moment. Ach doch, hier, wenn ich hier jetzt ein Stück lang laufe. Sorry, Kumpel, nicht böse gemeint. Das ist so gedacht. Jetzt, jetzt muss ich mich schwingen, ne? Ah ja, das geht auch. Wunderbar. Die verrät auch nichts, ne? Die verrät mir nicht den Weg. So, sind wir jetzt auf der richtigen Seite? Ich glaube, ja. Oh mein Gott. New Devon. So kann man eine Rebellion natürlich auch niederschlagen. Ich frage mich, ob das die ganze Zeit geplant war. Was? Die Siedler alle umzubringen? Nein. Sie herzulocken in der Hoffnung auf einen Truppen. Um ihnen dann alles wegzunehmen, was sie haben. Wir haben es ja auch mit Piraten zu tun. Aber das ist ziemlich diabolisch. Selbst für Piraten. Das ist wohl wahr. Das Tor bewegt sich nicht. Wir müssen oben drüber. Das hätte mich jetzt auch stark gewundert. Hodna, Mecum, Eris in Paradiso. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Oh ja. Tolles Paradies. Ja. Das wollte ich auch gerade sagen. Mit Paradies hat das nichts zu tun, bis auf die Natur. Die ist wirklich schön hier. Schnucki, such uns mal einen Weg. Da ist eine Fahne. Ich sehe hier auch noch keine Möglichkeit, irgendwie mit meinem Tau zu arbeiten. Nee, da ist nix. Da haben wir gar nichts. Hier vielleicht irgendwie an der Seite hoch.
Da kommen wir auch nicht drunter. Nee. Mann, oh, ich habe keine Ahnung, wie das hier schon wieder weitergeht. Eine ewige Rätsel. Ein ewiges Gerätsel hier. Kann da auch mal ein paar Abschnitte ohne ewige Rätsel sein hier. Aber das, dem ist nicht so. Ich kann mir die Lösung auch nicht herbeizaubern hier. Kann nur wieder im Netz nachschauen, wie es hier denn weitergeht, wenn ich nicht irgendwie durch Zufall jetzt selber drauf komme. Wäre schön, wenn du mir mal einen Hinweis gibst, Spiel. Da haben wir auf jeden Fall, glaube ich, schon mal einen Schatz. Das ist ja schon mal was. Da ist ein Tampen, aber da kann ich auch nichts mit anfangen. Ich komme da so nicht hoch. Kann ja nicht zaubern, kann mich da nicht hochbeamen. Schön, dass du mir so toll hilfst, Elena. Bist ja wirklich eine große Hilfe. Hier ist auch nichts, wo wir raufsteigen können. Hier irgendwie am Baum hoch geht auch nicht, ne? Keine Hinweise, nix hier. Gar nix. Nix, nix, nix. Nein, ich krieg noch einen Hinweis. Nach 80 Minuten Spielzeit gibt's auch mal einen Hinweis. Das gibt's ja gar nicht. Unfassbar. Das Spiel ist ja ein Schnellmerker, dass ich nicht selbst auf die Lösung komme. Unfassbar. So, ich muss jetzt auf diese komischen Dinger rausspringen hier. So. Die Dinger sehen nicht stabil aus. Oh, oh. Sind sie nicht. Sei vorsichtig. Ich würde sagen, jetzt darauf. Und jetzt darauf. Ach, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Da muss auch jemand mal drauf kommen, ne? Auf so ein... Ja! Ah, Mann! In die Richtung muss ich, das ist mir schon klar. So, jetzt rauf da mit dir. Na, wieso springt der denn? Das habe ich doch vorhin... Was machst du denn da? So. Nun spring. Hallo.
müssen da doch rauf. Hallo, springst du mal? Morgen. Auch gerade am Abhängen. Nee, wir müssen ja weiter darüber. So, und da. Ja, das weiß ich auch, gelangen sie auf den Vorsprung. Ach Mann, jetzt springt der wieder weiter. So ein Schwachsinn. Und manchmal reagiert der auch überhaupt nicht hier. Ah, das. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich jetzt auch schon wieder ein bisschen schwachsinnig hier, was das hier jetzt wieder soll. Da jetzt ran. Verzeihung. So, jetzt geht er hoch. Hallo, ich habe schon 24 Mal auf die X-Taste gedrückt jetzt hier. Unfassbar. Okay, jetzt kann ich den Winkel nicht ändern hier. Ja, macht nichts. Ja, jetzt weiß auch, dass ich da hoch muss. So, jetzt. Mach doch! Ah, endlich, meine Güte. War das ein Akt? Also, das war jetzt völlig überflüssig, dieser schwachsinnige Level hier gerade. Willkommen auf Averys Landsitz. Ja. Wirklich schön hier. Bisschen schwachsinnig. Die ganzen Baumängeln und Wasserschäden. Ganz klar Abwasserprobleme. Der Traum eines jeden Heimwerkers. Okay, also, offenbar hat jemand den Damm da gesprengt und alles unter Wasser gesetzt. Ich hatte es vergessen. Wie gut du bist. Okay, und welches meinst du ist Averys? Ich tippe auf das da. Dass das noch intakt ist. Oh. Du bist auch nicht schlecht. Ja, ach, ich hatte ein bisschen Übung, habe ein paar Bücher gelesen. Mist! Was? Was? Feinde bestimmt wieder, wa? Die Haustür. Sam. Sam, endlich ist Sam wieder da. Ja, noch. Na los. Wow. So. Okay, halt die Augen nach Shoreline-Typen auf. Ja. Shoreline-Typen? Ich schätze mal, wir müssen uns da ranhangeln. Jawohl. Die Pfeilspitze. Da können wir doch eigentlich, da wird doch nichts passieren, wenn wir uns hier fallen lassen, oder? Ist ja nur Wasser. Alles okay? Das war hier unter durch, da dann rauf. Das könnte was. Oh, wie grün das hier ist. Heftig. Hier jetzt rüber. Ja, kann ja eigentlich gar nicht anders sein. Ja, oh, oh, okay. Hm. Keine Ahnung, ob das jetzt so richtig war. Geht er da hoch? Nee. Hm. Ich weiß wieder mal nicht, wo ich hier lang soll jetzt. Ach, da bin ich doch gerade durch. Das sieht aus wie ein altes Schiff hier irgendwie. Wie ein altes Schiffswrack. Ah, hier hoch. Das sehe ich ja jetzt auch.
darüber. Alle Wege führen nach Rom. Hier durch. Vorsicht, Kopf. Wow. Da auch? Tatsache. Sollten wir doch mal den richtigen Weg gewählt haben hier. Und jetzt? Okay. Aber da sind wir ja wieder da, wo wir vorher waren. Das macht ja relativ wenig Sinn, oder? Wir müssen da irgendwie oben rauf. Nein! Sind wir da wieder durch. Also hier rauf ist ja wohl sehr offensichtlich, das ist klar. Oh, gehen wir mal anders lang hier mal. Gucken wir mal hier. Ja, das sieht doch schon besser aus. Oh, hier können wir eine kleine Runde chillen mit Elena. Oh, noch eine alte Notiz. Gründer England. So, meine Lieben. Ich würde sagen, wir machen hier an dieser Stelle einen sehr hübschen Cut mit diesen wunderschönen Bildern der zauberhaften Landschaft hier. Wir machen hier einen kleinen Cut und sehen uns bei der nächsten spannenden Folge wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs freundliche Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und ciao.